Wenn man sich die Berichterstattung der letzten Tage über den Anschlag in Solingen einmal zu Gemüte führt, dann bleiben am Ende, wenn man sich so alles durchgelesen hat, viel mehr Fragen als Antworten übrig. Denn wenn auch das sogenannte WDR-Investigativteam sagt, dass es am Ende mehr Fragen als Antworten gibt, dann wird es mal Zeit, dass auch wir uns einmal anschauen, welche Ungereimtheiten denn bisher zutage getreten sind. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute verlassen wir einmal das Territorium von, schaut mal hier, das ist die Nachricht, schaut mal hier, das sind die entsprechenden Artikel dazu. So und so sieht's aus, das ist meine Meinung. Bums, Video vorbei. Ja, heute läuft es ein bisschen anders. Heute gucken wir uns mal also mit der ganzen Oberthematik Solingen und was da so alles passiert ist, gucken wir uns mal an, welche Sachen vielen Nutzern mittlerweile irgendwie aufgefallen sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass da jetzt eine große Verschwörung dahinter steht, ja, oder wir hier uns gemeinsam irgendeine Verschwörungstheorie zusammenbasteln, sondern das bedeutet einfach, dass es dort Widersprüche und Ungereimtheiten gibt, die bisher noch nicht aufgeklärt worden sind. Und genau das fassen wir jetzt hier einmal gemeinsam zusammen. Und das Erste, was aufgefallen war, Weichreite, also der YouTuber Weichreite war einer der Ersten, der mit angeblichen Zeugen, und man muss ja hier immer alles im Konjunktiv sagen, ne? Mutmaßlich, angeblich und so weiter, auf jeden Fall mit zwei Zeugen gesprochen hat. Und ja, der eine von beiden sagte, dass er zwei Täter am Tatort gesehen habe, während alle anderen Medien immer nur von einem Täter gesprochen haben und uns am Ende auch immer nur einen Täter präsentiert haben. Beiden Täter sind an mir vorbeigelaufen, hatten darüber geredet, dass die Menschen abschleppen. Ich denke mal so türkische, marokkanische Herkunft. Der eine hatte einen Vollbart mit Lücken drin, der andere Oberlippenbart. Die waren Was? beide schwarz angezogen. Und wenn man sich schon Sachen von anderen YouTubern bedient, dann ist es halt nur fair, dass man sie zumindest einmal verlinkt und auch darauf hinweist. Und von daher, na, Weichreite würde sich bestimmt über ein Abo freuen, beziehungsweise über ein, zwei, drei oder 10 Likes zu seinen Videos. Unten in der Videobeschreibung habe ich den Kanal von Weichreiter einmal verlinkt. So, aber geht ja noch weiter mit diesen ganzen Ungereimtheiten. Denn habt ihr irgendwie mal Aufnahmen, also so richtige Aufnahmen irgendwie davon gesehen, von dieser ganzen Tragödie, die dort passiert ist? Von diesem ganzen Anschlag, der dort passiert ist? Ich persönlich kenne eigentlich nur zwei Bilder, zwei Fotos. Die sind nicht besonders gut, aber das sind die Bilder, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es da jetzt eine Nachrichtensperre gegeben hat oder ob die Polizei alles einkassiert hat oder keiner hier irgendwie auf X irgendwie etwas gepostet hat oder es wirklich niemand geschafft hat, in dem Moment aus Angst, Panik, Schock oder wie auch immer ein Handy zu greifen. Aber das ist man eigentlich heutzutage gar nicht mehr gewohnt. Das Einzige, was jetzt neu kam, und das kam erst gestern, ist zum Beispiel dieses Bild des mutmaßlichen Attentäters nach dem Anschlag in Solingen. Was dann auch nicht funktioniert hat, aber das mag auch Versagen von deutschen Behörden sein, war das Hinweisportal der Polizei in Nordrhein-Westfalen, was irgendwie ständig ja, Wartungsarbeiten irgendwie zu verbuchen hatte. Also so wirkliche Sachen wie Fotos, Videos oder so, wenn man sie dann überhaupt hatte, konnte man da auch über Stunden hinweg gar nicht hochladen. Aber das mag natürlich auch der Digitalisierung hier in Deutschland geschuldet sein. Wäre vielleicht besser, wenn sie eine Faxnummer angegeben hätten oder so, dann hätte man wenigstens die Bilder faxen können oder irgendwie sowas, aber gut. Auf jeden Fall, wo wir gerade nochmal, wir sind jetzt noch beim Thema Zeugen. Einen Tag später berichtete dann die Bild-Zeitung als erstes, und die Bild-Zeitung ist ja bei sowas relativ schnell, dass das SEK eine Tür ich glaube, bei einem Asylantenheim aufgesprengt haben soll, ja, um dort einen 15-jährigen Asylbewerber irgendwie herauszuholen. Das war so die erste Meldung. Das entpuppte sich dann später allerdings zu der Meldung, oder man änderte die Meldung, dass dort der 15-Jährige nicht der Tatverdächtige gewesen sein soll, sondern dass dieser ein weiterer Zeuge gewesen sein soll, der vorher wohl mit dem Attentäter gesprochen habe. Ja, also so haben die sich das dann dementsprechend zusammengesetzt.
Und wo wir jetzt schon bei Zeugen sind, also jetzt wird's, also wirklich, jetzt wird es so richtig, richtig fischig, wie man bei uns im Norden sagt. Denn die Tagesschau und WDR aktuell, die präsentierten auch einen Zeugen. Ein und denselben Zeugen. Und hier einmal der Clip von der Tagesschau. Abend stellt sich der 26-Jährige der Polizei und gesteht die Tat. Bei dem Mann handelt es sich um einen Geflüchteten aus Syrien. Ein Augenzeuge beobachtet die Festnahme. Dann hat sich ein Mann bemerkbar gemacht und hat auch einen Streifenwagen rangezogen und hat darauf gewartet, dass Beamten zu ihm kommen, hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ist auf die Knie gegangen und hat zu den Beamten gerufen, ich bin der, den ihr sucht. Und hier derselbe Zeuge einmal bei der Aktuellen Stunde vom WDR. Am nächsten Morgen dann taucht der entscheidende Hinweis auf den Täter auf. Am Finanzamt, entdeckt wohl von einem Solinger. Gestern Morgen war mein Schwager in seiner morgendlichen Runde mit dem Hund unterwegs und hat hier zu unserer linken Seite eine blutverschmierte Jacke gefunden. Daraufhin ist er ein Stück weiter hochgegangen, wo ein Portemonnaie gefunden wurde. Bei diesem Portemonnaie war ein Aufenthaltstitel, was dann unmittelbar der Polizei ausgehändigt worden ist oder beziehungsweise übergeben wurde. Und wenn man jetzt ein bisschen drauf geachtet hat, was die Bilder anbelangt, und ich zeige es euch hier noch einmal als Bild. Ja, sicher, ein und derselbe Zeuge, ein und derselbe Platz, ein und dieselbe Kamera, aber zwei völlig irgendwie unterschiedliche Geschichten. Auf der einen Seite, ne, hätte er gesehen und so weiter, und auf der anderen Seite hätte sein Schwager dann die Jacke und ja, die Tatwaffe und überhaupt und, ne, und so weiter. Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass dieser Mann, der im Internet nur Stefan genannt wird und ne, den eigenen Hashtag bekommen hat, Stefan, wer ist das? Oder wer ist Stefan, besser gesagt, dass der im perfekten Beamtendeutsch dieses Interview gibt. Also ganz ehrlich, wer spricht so? Ne, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie interviewt wird. Also ich habe kaum Leute gesehen, die so sprechen, außer... Sie arbeiten bei der Polizei oder beim Verfassungsschutz. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man irgendwie 10, 20 oder 30 Jahre dort als Beamter gearbeitet hat, dass man sich das halt auch so entsprechend angewöhnt, so zu sprechen. Ne? Von Aufenthaltspapieren, ne? Und sowas. Ja. Gut, auf jeden Fall sagte, ne, wer ist Stefan, dass der mutmaßliche Täter sich ja hingestellt hätte, er hätte einen Streifenwagen herangewunken, hätte sich dann, also hätte die Hände dann hinter den Kopf verschränkt und sich hingekniet und gesagt, ich bin der, den ihr sucht. Also für einen Syrer, der irgendwie, ja, sagen wir mal, Ende 2022 hier nach Deutschland gekommen ist und durchaus gutes Deutsch, möchte ich jetzt mal sagen. Aber das ist das, was Stefan, dieser ominöse Zeuge hier, einmal ausgesagt hat. Ach, und wo wir jetzt übrigens beim Täter sind. Das hier ist der mutmaßliche Täter. Ja, der schwarze Balken über den Augen, den habe ich jetzt gesetzt, ne? Weil hier grundsätzlich, wenn ich Einzelpersonen in diesen Videos erwähne, ja, die jetzt in einer Strafsache oder in eine Strafsache verwickelt sein könnten, ja, dann mache ich das einfach so. Also das Bild findet ihr zu Tausenden im Internet, wenn ihr euch angucken möchtet, wie der junge Mann wohl angeblich wirklich aussieht. Das Interessante ist, dass dieses Bild, ja, wenn man das mal bei verschiedenen Webseiten hochlädt, die sich darauf spezialisiert haben, erkennen zu können, ob ein Bild ein natürliches Bild ist oder ein KI-generiertes Bild ist, dann ist das Problem bei diesem Bild, dass es bei drei Webseiten grundsätzlich erstmal als KI-generiertes Bild angesehen wird und einmal mit einer Wahrscheinlichkeit von 84%, eine mit 93% und eine mit 94%. Also da stimmt mit dem Bild anscheinend auch irgendetwas nicht. Also es wurde zumindest digital nachbearbeitet. Ach, und was ich noch vergessen habe zu Stefan, ja, um den sich ja momentan irgendwie alles dreht. Ja, hier... Das da, der da im Kreis, das ist auch Stefan. Das ist Stefan, wie er bei der Demonstration teilnimmt in Solingen mit dem Titel Bundstadt Braun, von der ich auch gestern einmal kurz berichtet hatte. Ja, da taucht Stefan plötzlich wieder auf. Also kann natürlich alles Zufall sein. Also
Zwei Sachen sind Zufall, bei drei Sachen, da wird es dann schon ziemlich kritisch. Naja, mal gucken, was das Internet und die Schwarmintelligenz über Stefan noch alles rausfinden wird. Auf jeden Fall scheinen einige Dinge bei dieser Berichterstattung nicht so ganz zu passen, wie man es uns vielleicht verkaufen möchte. Wie gesagt, das ist keine Verschwörungstheorie hier oder dass man sagt, wir werden hier irgendwie alle hinters Licht geführt oder sowas. Nee, sondern einfach nur das, was mir jetzt persönlich so aufgefallen ist. Und ich bin nicht mal ein Profiler oder irgendwas Vergleichbares. Und wenn mir das schon auffällt und anderen Nutzern auch auffällt, dann wird es Leuten durchaus auffallen, die sich in dieser Materie besser auskennen als ihr und ich und sagen wir mal ein Großteil der Leute, die hier in diesem Land leben. Auf der anderen Seite hat man dann trotzdem das Waffenrecht verschärft und mal wieder so ein bisschen den autoritären Staat raushängen lassen. Ne, denn wir wissen ja alle, wenn Olaf Scholz erstmal zornig ist, dann geht es hier richtig rund in diesem Land. Von daher, meine Lieben, macht euch selber eure Gedanken. Ich würde ganz gerne nachher, wenn ihr Interesse und Zeit habt, ab 12 Uhr auf Twitch live mit euch darüber sprechen, auch mal so eure Kommentare entgegennehmen. Was habt ihr gehört? Was habt ihr gesehen? Also sprich, was habt ihr an Artikeln noch gelesen? Habt ihr weitere Informationen darüber? Ich denke, das werden durchaus ganz interessante 2 bis 2,5 Stunden werden. Von daher, es würde mich freuen, wenn ihr nachher um 12 Uhr dabei seid. Und ansonsten, falls nicht, wünsche ich euch allen noch einen wirklich tollen Tag. Ich wünsche euch beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.